ist er zwischen LKW und Anhänger getreten, sagst du? Mann, gerade Hans. Kaum zu glauben. Kannten Sie Hans? Hans war... ist ein Pfundskerl. Er weiß immer Rat. Sei mal ehrlich. Das war nicht nötig. Nee. Nötig natürlich nicht. Aber genauso wie du und ich das wissen, hat Hans das auch gewusst. Und du siehst, trotzdem hat er es gemacht. Das ist eben die Scheiße. Kommst du mit auf ein Bier? Nee, danke. Guck mal. Da drüben kuppelt Bert. Bert. Ach ja, Bert. Ja, das sehen wir uns mal an. Kennst du eigentlich noch die Vorschriften? Na klar, Mensch. Die Deichsel genau aufs Kupplungsmaul ausrichten. Deichsel, Mann. Gabel heißt das Ding, du Kutscher. Gabel. Na, von mir ist auch Gabel. Was hältst du denn davon, den Anhänger erstmal festzulegen? Ach ja. Und dann das mit der Deichsel. Die Gabel genau aufs Kupplungsmaul ausrichten. Siehst du? Und jetzt? Raus aus der Quetsche! Du, was meinst du? Ob Hans durchkommt? Hoffen wir es. Wir, Sie und ich, kennen noch die Zeit, als unsere Betonwaren fast ausschließlich von Hand gemacht wurden. Schnell haben wir uns zu einer großen und automatisierten Industrie entwickelt. Für viele grenzen diese technischen Hilfen an Zauberei. Aber für uns, die wir mittendrin stecken, ist das alles gewöhnlicher Alltag. Mit diesen Maschinen und Apparaten, die uns die Arbeit erleichtern und vereinfachen, können wir unfallsicher arbeiten. Aber tun wir's? Denn eines nehmen uns die Maschinen nicht ab. Die Umsicht. Und Umsicht heißt nicht nur sich umsehen. Hier wurde nicht umsichtig gestapelt. Und leider sehen wir das häufig. Zeitmangel und Arbeitsdruck, sagten Sie? Sind das nicht Ausreden für diese gefährliche Unordnung? Und Platzmangel? Wirklich keine Entschuldigung für solche Hochstapelei. Wenn der Stapel da ins Rutschen kommt, dann gibt es Knochenbrüche, wahrscheinlich sogar Tote. Sagten Sie, passiert schon nichts? Es ist kaum zu glauben, was alles passiert. Sehen Sie sich den Arbeiter da drüben mal genau an.
Sie sehen nichts? Du! Komm doch mal her. Du! Ja, komm mal her. Achten Sie einmal auf seine Schuhe. Und die des Arbeitskollegen. Und die eigenen? Diese Schuhe bieten wirklich keinen Schutz. Hey, gib die Pulle her! War was? Nee, Sicherheitsschuhe muss man haben. Ja, und Sicherheitsschuhe kosten kaum mehr als ein normaler Arbeitsschuh. Gabelstapler erledigen bei uns viele Transportarbeiten. Wie die Elefanten im Zirkus. Doch man muss ihre Tücken kennen und aufpassen. Hey, komm mal her! Meinen die beiden wirklich, so Zeit zu sparen und mehr zu leisten? Hier entsteht keine über den Daumen gepeilte Mischung. Einmal die verlangte Zusammensetzung eingestellt, auf einen Knopf gedrückt und automatisch läuft der Vorgang ab. Auch die Feuchtigkeit der Mischung ist abzulesen. Greift er rein? Das ist doch kaum zu glauben. Ist doch wieder gut gegangen. Nein, diesmal nicht. Alle haben es eilig. Hier zu fahren erfordert Vorsicht und Umsicht. Kübelgruben sauber zu halten, gehört mit zu seinen Aufgaben. Er fängt an, ohne den Kübel zu sichern, ohne dem Maschinenführer etwas zu sagen. Kaum zu glauben. Pass auf! Hey, willst du mich umbringen? Du hast wohl nicht alle. Moment, wieso ich? Was denn passiert? Ich mach da unten sauber und du lässt den Kübel runterkommen. Moment mal. Wenn was passiert, so ist das deine Schuld. Merkt ihr das? Deine? Ja, deine. Diese Steckbolzen, wozu sind die wohl? Und das nächste Mal sagst du einen Ton. Warum werden Sicherheitseinrichtungen so oft nicht benutzt und Schutzvorrichtungen entfernt?
Vergesslichkeit? Gleichgültigkeit? Halt! Die Bahn läuft doch noch. Mensch, hilf doch! Und wo war die Schutzvorrichtung? Hier. Aber hier ist sie nutzlos. Kaum zu glauben. Ohne Strom läuft bei uns nichts. Du, Gerhard! Ja? Krieg doch mal die Kupplung zusammen, bin ohne Saft. Hier fehlt ein Stift? Ist doch egal, mach schon! Es ist kaum zu glauben. Wie konnte die Maschine unter Spannung kommen? Doch nur, weil Phase an Null kam. Und warum sprach dann der Schutzschalter nicht an? Da muss der Nullleiter unterbrochen sein. Klar, hier fehlt der Kontakt. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen die Kabel sicher verlegen. Und wenn etwas an der elektrischen Anlage nicht stimmt, muss der Elektriker her. Dafür ist er da. Immer wieder werden andere Formen gebraucht. Viele Werke kommen deshalb ohne eigene Tischlerei nicht aus. Guck doch mal eben hier. Ja, ich komme gleich. Geh schon mal rüber. Ja, schön. Wozu ist die Abdeckung für die Messerwelle wohl da? Und das Holz führt er frei und nicht am Anschlag. Kaum zu glauben. Muss der auch erst durch Schaden klug werden? Weiter. Hier anhalten.
So ist es schon oft passiert. Und so können wir es vermeiden. Jetzt runterlassen. Moment mal. Nimm den krummen Hund raus. Den Sicherungsspiegel los. Es ist wirklich nicht zu glauben, dass einer von uns das macht. Noch dazu bei solchen Lasten. Unter dem Mast da weg. Ja, recht hat er. Die Kranbahn so vollzupacken, ist eine gefährliche Unsitte. Wer dazwischen kommt, ist verloren. Kaum zu glauben.